Wir sind zurück bei einer weiteren Runde von Shellshock Live. Heute ein bisschen später angefangen in der Runde. Wie immer noch, wie gesagt, 1 gegen 1. Wir haben immer schon nach 11. Genau gesagt haben wir jetzt 23.16 Uhr. Ich habe bloß gesehen, ich habe noch gar nichts gesehen. Wir haben Deceiver, Bouncy Ball und Ringer. Oh, shit. Bei Bouncy Ball brauchen wir erst einmal ein wenig einen ebenen Boden. Jetzt sagen wir, machen aber erst einmal Ballfrog. 90 bin ich auch nicht so geil. Grid bei. Was hat er nochmal gehabt? Dem Tarot ist random. Ja, guck, ist random, wenn da mal der Grid drin geht oder nicht. Aber war recht. Ist wirklich. Für das Verhältnis ist recht wenig Grid dabei. Muss ich echt dazu sagen. Ist echt nicht viel, was da reingeht. Gucken, was jetzt da reingeht. 80 wäre nicht schlecht. Oh ja. Ja, das ist Zufall, ob ein Grid reingeht oder nicht. Ich hatte auch mal dreimal New Grid hintereinander, mal 10 Runden. Ihr habt es ja gesehen bei der Pixel-Folge, wo das Update kam. Wir hatten auf der Firing Range einmal nach 15 Versuchen. Und das ist halt alles absolut random. Das Safeness-Item. Und dann noch ein Grid. Jetzt müssen wir langsam Bouncy Ball schießen. Vielleicht kriegt man den jetzt. Also, wenn er da stehen bleibt, ist die Chance nicht. Ne, er trifft sich aber auch nicht selber. Ich lebe ja noch ein wenig. Wir müssen halt den Boden terraformen. Jetzt treffen wir sowieso nicht. Vielleicht wenn ich ihn jetzt. Nicht killen. Oh, 31, also gut, so ist eh nicht mehr Bouncy Ball, können sie es noch probieren. Werden wir auch, aber 31, okay, ihr killt sie erstmal selber, fuck. Das wird doch nichts mehr Bouncy Ball, also wir kriegen den Super Ball schon. Wenn wir eine Runde Charge spielen, ich habe mal gesagt, wir spielen so viele Runden Charge und ich werde die Runden reinschneiden, die wichtig waren, wo wir Bouncy Ball treffen, wo wir Bouncy Ball upgraden, wo wir einen Beam bekommen, wo wir einen Rich Grid setzen, weil es gibt auch die Runden, die sind total unnötig. Wie zum Beispiel die, wo man überhaupt nichts bekommen, was gut ist. Oder was wir schon geupgradet haben. Es geht hier prinzipiell darum, die Waffen zu schießen, die wir schon. Die wir noch upgraden wollen. Wir haben jetzt schon mal einen Pixel, ich sehe den schon. Die Frage ist, wohin damit? Jetzt einfach hochschießen. Aber ich muss es probieren, ne? Oder warten wir noch wegen, bauen wir erst einmal runter. Haben wir nicht irgendwas, was dann runterbaut, so Moons oder sowas? Na, weißt du was? Eigentlich haben wir ja den Skill von dem Spiel. Oh ja. Wieder ein schöner Hit. War sogar ein sehr schöner Hit, muss ich dazu sagen. Jetzt können wir halt eigentlich loslegen mit. Oh, das wird lustig. Na, jetzt komme ich ja wenigstens hoch, auch nicht schlecht. Jetzt haben wir halt. Ich habe die Tengen noch gesehen. Orbitale, wir haben sie ja tatsächlich. Eieiei. 12. Geht halt auch voran. Es geht bei mir ein 10er Schritt, weil ich einfach drauf fall. Also es braucht doch ein bisschen. Die schenkt die Runde, deswegen. Hab mich getroffen, fuck. Ja, dann machen wir halt das Ding, ne? Slammer bei 70 Winden, ne? Ist noch auf jeden Fall holbar. Wir haben 2 Damage Rückstand, 2 AP Rückstand. Gut, jetzt haben wir ein bisschen mehr Rückstand. Scheiße. Was einmal mit Ballfrog drüber rasieren. Okay. Okay, nicht alles zu mir. Ich weiß, dass wir den Wind nicht auf unserer Seite haben. Auch nicht gut, die 49. Fuck. Beehive hat man noch. Ja, eigentlich haben wir gute Waffen. 222. What the fuck? Wie kriegen das jetzt runter? So eventuell. 84. Nice. Haben wir da Vorsprung. Da war zum Beispiel viel Grit dabei, wenn man es gesehen hat. Auf die Schnelle. Wenn ich da dann Checkout-Ding reinschmeiße, ist ja auch nicht schlecht. Wie gesagt, ich habe im Stream schon gesagt, dass es mir die Checkout-Womit-Datei vom Stream zerschossen hat, weil ich einen Disconnect hatte. Das tut mir echt leid. Das heißt, zerschossen, die war halt einfach nicht drauf. Die habt ihr auch nicht gesehen. Im Stream, das habe ich überhaupt nicht dran gedacht. Erstmal kurz abhauen.
plus Beehive, aber ja, mit 70 Damage ist der Beehive, Alter, mit Orbitalen könnte das was werden, außer wir gehen jetzt drauf. Oh fuck, da haut er den Crit raus. Da steckst du nicht drin, da steckst du halt nicht drin. Oh ja. Mein Powerbank lädt gerade nebenbei noch auf. Muss ich mal schauen. Ich bin im globalen Rang in zwei Tagen, in einem Tag nicht einmal so stark gefallen. Oder, also gefallen im Sinne von der Rang ist, die Zahl ist größer geworden, das darfst du ja nie verwechseln. Hidden Blade und M16, oh, bestehen aber richtig scheiße. Hidden Blade wird höchstens was. Für 300 AP nicht die Gu. Wir sind ja gar nicht dran. Ja, und das ist das Problem, was ich mit der M16. Oh, scheiße. Wir müssen ja erstmal die M16 schießen, weil, was soll man denn treffen? Er hat nur 40 Damage, ey, da ging ja sogar mehr drauf, wie ich gedacht hätte. Der Beam einmal zerteilt über die Map, ne, das finde ich auch geil. Okay, das müsste mich gar nicht treffen. Weil der Wind ist da auf meiner Seite. Haben wir die Hidden Blade? Also, es wird da was im Weg. Nein, es ist nicht Hidden Blade. So, ne? Wir haben den. Oh Gott, des Willen. Guck mal, wie die rutscht. Die ist immer noch da. Die ist immer noch da. Jetzt ist sie weg. Hätte ich nicht gedacht. Echt, ne? Also, ich verschätze mich auch oft. Oh. Muss probieren. Muss probieren. Ich probiere es jetzt auch. Sehr gut, Armor ist weg. Mit 120 Crit, nice. Auch eine gute Waffe. ASHPT. Weil ich mal gefragt wurde, ihr könnt ja mal googeln, da kommt da auf ein Wikipedia, so auf jeden Fall ein Wiki-Eintrag, auf jeden Fall nicht Wikipedia-Eintrag. Da steht recht geil drin, was überhaupt zur ASHPT ist, weil ich mal gefragt wurde. Aber ich habe auch bloß den Link reinkopiert, weil was will ich denn da dazu sagen? Das ist quasi ein Teleport. Gun kann man es jetzt nicht nennen, aber irgendwie sowas in der Art. Einfach mal ASHPD, also ASHPD eingeben. Kommt ja genau auf das, wo ich drauf. Ich glaube erster oder zweiter Link ist das. Oh nice. 128 Blasen und Spaß. Rampage lohnt sich hier recht wenig. Aber ich weiß mal die Kiste. Oh nice. Oh, war gut Damage. Holen wir erstmal die Kiste. Mit Wasser, was eh so random fliegt. Jawohl. Alter, hör mal auf. Was haben wir für ein Kistenglück in den letzten beiden Folgen? Man sieht hier, Helianus schaut ein bisschen anders aus, aber nicht wesentlich anders. Wir haben aber nicht das Windglück. Wir haben überhaupt nicht das Windglück, aber mal zwei. Können wir mal den probieren? Ich will aber nicht killen. Ich will ihn nicht killen. Ich muss dafür da hinten am besten. Ja, ja, ich muss am besten dahin schießen und brauch so 70 Wind. Sag mal, 3, obwohl bei 3 müsst ihr halt perfekt treffen, ne? Und ich baue dann erst runter mit Blasen. Ah, kill ich nicht, die Chance größer als ein Kill. Probier mal so. Willst du mich jetzt verarschen? Guck dir das mal an. Also, das ist ja mal wirklich kein dünner Balken mehr. So, geht zweimal auf. Das ist alles jetzt ein wenig asynchron von der vom Aufgehen her. Der Fatsche. Ja. Ja, 70. Auf der Map ist es, er hat das selber gesagt, ist nicht gut, weil da ging viel rein, da und auf der, exakt auf der Spitze, dass 70 überhaupt getroffen haben, war schon Glück. Wie viele Items hatten der davon noch? Uiuiui. Erstmal nochmal durchschießen, sagst. Bounce Storm vielleicht. Jawohl, gib mir alle Armor. Oh, da trifft was. Der Rest geht komplett daneben. Nice. Keine Ahnung. Ich glaube 2K. Ne, 1. Ich glaube 1,5K. Wir schauen es gleich mal nach. Viel ist auf jeden Fall nimmer.
Weil ich habe es ja im Stream ein paar Mal wirklich bekommen. War auch echt geil. Auch im Charge, das war dann vielleicht ein bisschen ungeil, aber. Könnte geht, ja, geht auch gut. Also hier Leandros Gang hat es geschrieben, nach 3 Tagen, gut, er sucht jetzt auch wie Sau, hat das gehabt. Ich hänge jetzt da vielleicht dann halt 10 Tage dran, weil ich halt nicht so viel suchte. Ist ja eben sich über selbst überlassen, wie viel er zockt oder nicht. Jetzt checken wir auf jeden Fall mal gleich, ich weiß, wie viel XP wir brauchen. 1,2 sind es bloß noch. Brauchen 4600. Das weiß ich. Heißt 1,2 K, wir kriegen uns 100.000. Bouncy Ball M16, jawohl. Ich bin ja gar nicht dran, aber ist ja wurscht. Bouncy Ball treffen wir eh nicht aus, wir werden ein Nuke. Okay, also wir wissen, dass der größere Pixel 40 macht. Wissen wir jetzt auch. Wir machen 70 Damage. Das ist fast so viel, wie er gerade gemacht hat. Also auch nicht schlecht. Bouncy Ball reizt mich, eigentlich müsste ich den Random irgendwo hinschießen und hoffen. Weil schießen müssen wir dann. Wenn euch ja Bande dann mal zwei, das probieren wir es aus direkt. Alter, 132 ist halt auch so mega krank bei dem Item. Und so eine Map spielt man eigentlich auf 600 AP, bloß man weiß halt nie, wo die betreffende Person halt steht. Deswegen weiß ich auch immer nie. Deswegen spiele ich lieber sicherheitshalber. Zweimal in 2 Folgen Pech. Ja, jetzt ist es aber hoffentlich bestätigt, dass ich ein scheiß Pecher bin in diesem Spiel. Gut, das war wiederum normaler 45 Grad. Ihr seht's doch absolut selber. Wir machen jetzt 127, ey. Oh ja, wir haben noch unsere Spezialwaffe. Müsste reichen. 6 macht sogar ein bisschen mehr Damage und down. Also wenn es euch nicht gut geht, hofft, dass ihr Dual Needle habt. Ich habe mich ja fast selber gefickt, ne? Lieber hätte ich mich selber getroffen, wie dass ich an mir wieder knapp daneben schieß. Knapp dran vorbei, was nennt wie ihr es wollt. Scheiße war es auf jeden Fall. Kann nicht wahr sein, was da abgeht. Kann einfach nicht mehr, weil wir mit 2500 Gears. Nice. Mann, jetzt gib mir mal ein Beamer, erste Folge. Erste Runde. Oh, Sunflower. Nice. Müssen wir noch ein wenig überleben, ne? Wind ist halt auch nicht auf unserer Seite. Ha, ich brauche erstmal kurz den da. Hofft, der schießt noch 4 Mal. Okay. Aber ein wenig zu steil geschossen. Aber Heli ist doch wieder ganz gut. Sunflower mal bloß. Hoppala. Wir müssen eigentlich da in der Mitte treffen. Irgendwo. Wenn er sich da reinstellt, bin ich zufrieden. Wenn er da stehen bleibt, machen wir Orbitals. Backroller? Nein, Backroller. Ob der ankommt? Nee. Erstmal das Loch doch noch ein wenig größer machen. Mach ich mir selber damit, wenn ich da voll dagegen schieße? Schau, ne? Scheiß drauf. Ich glaube schon. Ich glaube schon. Auf jeden Fall berechnet er im Rüber, ne, die Banden mit ein. Das wäre auch ein wenig OP. Aber bloß, dass Sunflower einen guten Wind. Wenn man das dann Schweißer für einen Nuke benutzt. Also irgendwann hat man das Gefühl für den Wind auch raus. Oder so. Guck mal, da kriegt er zweimal Crit in 2 Runden. Wir haben, Alter, wir haben so viel Wind. Wir müssen aber probieren, bevor wir. Obwohl, wir haben noch ein wenig Zeit. Oder 11 gemacht, wie gesagt, es geht schon ganz langsam voran. Wie oft kriegt man eigentlich die Spider, ey? Und wie oft kriegt man eigentlich den Pixel-Grid? Wie gesagt, ich fühle mich ungerecht behandelt von. Jawohl. Rainbow, Shiver, Cobra, brauche ich alles, ne? Wenn wir Sunflower jetzt treffen. Bumper ist jetzt mal scheißegal. Ja, Sunflower kriegt man recht häufig. Ach du Scheiße. Ja, vielleicht reichen 16 Wind noch ein bisschen was raus. Nicht alles an die Bande. Jawohl. Naja, 24, max nix, max nix. Er hätte ein bisschen weiter links stehen müssen und die Bande hat es auch blockiert. Aber es geht voran, es geht voran. Jetzt haben wir halt ein Problem. Wir haben wieder Dual Needler, cool. Hm.
nach Shredders. 108. Aber reif ist auch. Wäre sogar noch ein normales. Lol. Okay. Da hat er gerade verschossen. Heißt, wir können mal wieder unsere Waffe auspacken. Ah, das freut aber ein bisschen. Der dürfte alles treffen. Vielleicht machen wir mit Glück machen wir 100. Ja. Mit Glück machen wir ein bisschen über 100. Lieg mal schon wieder vorne. Ein Spiel machen wir danach noch und dann war's das. Oh, da hat er guten Wind. Da hat er sehr, sehr guten Wind. 115. Können die Cobra machen. 60 haben wir schon. So. Cobra macht mal ganz schön. Die wäre sogar nochmal durchgefahren. Wir hätten 170 gemacht. 160, 170, sowas. Ach, scheiße, wollte ich gar nicht hin. Ah, jetzt machen wir aber noch, habe ich gesagt. Da spielen wir noch unter 22k. Also wie gesagt, die 100 XP noch. Jetzt fehlen uns halt noch. Wir schauen es kurz nach. Master Beam noch. Nehmen wir 2k und da 1200, ein bisschen drunter. Also quasi nur ein Viertel. 75%, sowas haben wir dann schon. Das ist mal schon gute Map. Wenn wir so einen Beam hätten. Ah, Bouncy Ball. Guck mal, können wir direkt den Bouncy Ball probieren? Wir haben aber den Wind. Und zwei Mega Nukes. Oh shit. Eigentlich wäre es doch sinnvoll, hier einen Mega Nuke zu benutzen, ne? So. Und dann in das Loch den Nuke zu machen. Guck doch mal, das ist ein Nuke. Wenn du einen zweiten machst, einen dritten, hast du ein schönes Loch. Nice. Das dürfte P. Ist das ein Ding? Nee. Wenn ich der letzte dann einen Nuke crit setze, haben wir da ein Problem. Ey, wir probieren, bauen sie wohl. Was willst du machen? Oh fuck. Ebnet mir jetzt ein bisschen den Weg. Ganz gut. Scheiße. Es wird nix. Weil er hat nochmal bounced. Jetzt trifft er auf. Bounced 6 mal, das seht das 1, 2, 3, 4, 5 und dann 6. So kriegt man halt seine Items auch nicht zusammen. Aber das war. Auf eine Person ist das halt auch echt Glück. Wenn das was wird, ne? Wie soll das was werden? Wäre es überhaupt was? Oh ja. Da musst du wissen, weil wenn du nämlich unter dir was geschossen wird, wirst du automatisch runtergebaut, also kriegst du automatisch Damage. Weil du quasi fällst. Oh, danke für die Kiste. Dann was zum Treffen. Sink. Weil nehmen wir den Juke. Machen wir schnellst raus. So. Oh, haben wir nur 85. Ja. Jawohl. Hä? Bei den anderen hat 25 lang, dann haben wir die. Dann haben wir 20 Minuten. Dann machen wir danach noch eins. Wenn ich mir da ganz tausche. Durch. Durch Sieber her. Und. Das sind schon gute Waffen. Ich habe aber halt nicht die, die ich brauche. Beam und sowas. Ich meine, die Chance auf dem. Nein, dass wir jetzt den Beam bekommen, die ist ja doch da, dadurch, dass wir jetzt die Sunflower haben. Gut, wir kriegen auch oft die Sunflower. Also. Ich kann nicht wissen, wie oft wir Lotterie bekommen, wenn wir mal Level 95 sind. Da bin ich ja gespannt drauf. Das reicht ja, ne? Das steht recht gut. Oder reicht's doch? GG. Letztes Spiel. Oder machen wir noch 200 nochmal 100? Ja, okay, lass so machen. 1, 2, 1, 100. Weil wir sind noch nicht unter 22k. Also gut, XP gehen da schon insgesamt rein, ne? Suchst du es jetzt nicht? Sind wir auch bei 353.000, wahrscheinlich dann 353. Das sind dann quasi 202 XP. Hätten wir das dann? Wir haben Beam. Wenn wir jetzt drauf gehen, haben wir ein Problem. Beam, wenn er 260 macht, dann reicht er nicht mal mega New Crit. Ich weiß nicht, was jetzt ohne mal 2. Aber das war gut. Deswegen komme ich trotzdem mit meinem Beam. Oh. Bis jetzt ja noch keinen Beam verschossen.
Was auch echt unwahrscheinlich ist, aber kann im Eifer des Gefechts schon mal passieren. Was schießen wir noch als nächstes? Ja, genau. Eine gute Idee. Eine ganz gute Idee. Was haben wir für Idee gebracht? Haben wir auch einen. Aber bloß in der Geile. Sag jetzt nicht, der burnt nicht nach, weil der nicht direkt drin steckt. Das habe ich ja noch nie erlebt. Das habe ich noch nie erlebt, dass der nicht nachbergut. Gut, ich habe auch anscheinend immer gut getroffen. Aha, aha. Wieder was gelernt. Ihr vielleicht auch. Weil das wusste ich jetzt mal echt nicht. Jawohl. Das ist aber gleichzeitig eingeschlagen. 55 zu 51. Jetzt bin ich gespannt. Bei 55 machen wir eigentlich nur mit Incendiary. Oder Ghost Bomb Crit. Safe. Okay, das war's aber. Schön noch über die Glatze rasiert. Das machen wir 100 HP. Ich muss natürlich anfangen, weil dann können wir drauf gehen. Falls wir einen Beam oder sowas kriegen. Oder Sunflower, dann guten Jungs noch. 5 XP vielleicht, das reicht. Jetzt fast 15k von 16.500. Es wird auf jeden Fall. Und wir meine Elo war gerade noch bei 15.28 durch das Spiel gerade auf 15.05. Echt jetzt? Wir dürfen echt anfangen. Wir haben Bouncy Ball. Ja, schieß mal, ne? Ne, da schießen wir hin. Zwei, drei, vier. Da ist er ganz kurz rein und dann dahin. War schon die richtige Richtung. Aber da steckt sonst. Was wir noch benutzen wollten, ist auf jeden Fall Dollarbills. Hat er geschrieben, Dollarbills auf Distanz, ne? Weiß ich. WTF? WTF? Will ich verarschen? Das war nicht eingestellt. Okay. So verkackt man's. Und das Dummheit machen wir noch eine Runde. Aber wirklich jetzt die letzte. Das. Ich habe eindeutig Dollarbills drin gehabt. Nochmal rennen, nochmal anschauen. Das war überhaupt nicht geplant. Und guck mal, minus 14 Elo. Warum? Heißt es, je mehr HP ich mache, desto mehr. Keine Ahnung. Okay, und. Oh, Sunflower. Wie viel Wind? 1. Bleibt da stehen. Probieren wir es jetzt hier. Wir haben bis 100 HP. Nee, wir müssen es benutzen. Was soll man denn sonst machen? Also einfach. Ich hoffe, dass der ein Wind vielleicht ein bisschen was bewirkt. Das ist nach. Oh ja. Ja. Ich hoffe, ich gehe jetzt nicht drauf. Weil wir haben sonst nur noch Bouncy Ball. Oh. Da. 1, 2. Ja. Trifft mich. 4, 5. Und da jetzt, wenn ein Bohr auftrifft, explodiert. Oh, da. Guckt euch mal dieses Muster an. Das wunderschöne Muster. Wisst ihr was? Ich mache noch nicht Schluss. Ich nehme jetzt einfach noch eine auf. Das habt ihr kommt eh nicht am 30. Oder wenn, dann schaffe ich es nicht pünktlich. So, und jetzt brauchen wir ja einen Kill. Machst du was? Kill wär's. Oh. Oder auch fast auf mich. Dann machen wir wieder so Folge 6, 5, 4, 3, 2, 100. Aber wenn die Map halt sackt, dann haben wir ein Problem. Machen wir da 4,1? Machen wir da 4,1? Ich werde es mir überlegen. Vielleicht treffen wir irgendwann einmal. Wir machen Demos auf OneWeb und tun uns neue Waffen in der Kiste holen. Ich werde es gleich sehen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ja, vielleicht bei der nächsten Folge ein bisschen kürzer. Bis zur nächsten Folge. Wann die kommt, weiß ich nicht. Ich glaube morgen. Könnte morgen kommen. Bis dahin. Haut rein.